grüß dich, was für eine Herausforderung heute in dem Evangelium. Jesus sagt, er konnte diesen Berg einfach beiseite schieben. Wenn wir ein Glauben haben werden, was für ein Glauben? Wir könnten denken, der Glauben sollte so groß sein, wie groß ist das, was uns erwartet. Also groß, riesengroß. Und dann könnten wir eine Metapher von einer Kugel der Erde erwarten. Und doch, Jesus sagt etwas ganz anderes. Ein Glauben so klein wie ein Samen. Okay, winzig klein. Also wir wissen jetzt aus der Biologie, dass da ist schon ein Code, also das alles erklärt, was diese kleine Samen sein wird. Es wird ein Baum, ein riesengroßer Baum, das dem Menschen auch Schatten gibt und die Vögel ihre Nester haben können. Also etwas Unerwartetes groß, das für die andere sorgen kann. Aber als der so klein ist, ist in voller Abhängigkeit von Erde, von Wasser, von alles. Ist abhängig. Und ich glaube, das ist das, was jetzt passiert ist in dieser Geschichte heute. Wahrscheinlich die Schüler denken, wir gehen mit Jesu immer einen Schritt weiter. Wir sind immer größer. Und jetzt sind wir groß genug, um dieses Kind zu heilen, weil wir so lange gegangen sind. Und Jesus sagt, nein, diese Philosophie sollte komplett anders sein. Ihr sollt eben zurück in diesen Zustand, wo ihr in diesem Moment der Heilung eine komplette Abhängigkeit von Gott verspürt, indem ihr vollständig von ihm abhängig seid, wie ein kleiner Samen, der alles in sich hat, ganze Information, aber doch komplett abhängig ist. Und das hatte Jesus zuvor wahrscheinlich erlebt. Er war auf dem Berg, hoch am Berg. In den Bergen fühlst du dich so klein. Du bist voll in den ganzen, also ausgeliefert an das Wetter, an die Umstände, an alles. Und doch, die ganze Welt ist für dich. Du hast die ganze Welt, kannst du verspüren, du kannst weinen vor Freude, du kannst alles verspüren. Und doch immer bist du und fühlst du dich, ich bin hier, da. Und ich weiß, ich bin abhängig. Und Jesus kommt von dem Berg der Transformation runter und sieht mit neuer Perspektive, was in den Schülern losgeht und warum eigentlich dieses arme Kind nicht heilen können. Und das denke ich, dass wir als Samen sein sollten. Und du, was denkst du?